Spießrutenlauf für Mannschaft und Verein. Der erste FC Kaiserslautern in stürmischen Zeiten. Nach dem 0:4 im Rheinland-Pfalz-Derby gab es Anfang der Woche eine Aussprache mit den Fans. Medienvertreter mussten draußen bleiben. Der Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans als Ergebnis der Diskussion. Es ist doch normal, dass die Fans auch böse werden, dass das manchmal in den Bereich geht, der mit der Sache nichts zu tun hat, wo dann auch die Medien auf Dinge aufsprechen, wo ich für erwachsene Menschen nicht mehr als ein Lächeln habe, dann ist das einfach begleitend für den Sport. Am Samstag um 15.30 Uhr spielen die Roten Teufel zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Der Verein hat nach dem Gladbach-Spiel auf den Zustand des Rasens reagiert und kurzerhand den Belag auf Platz 4 und im Fritz-Walter-Stadion erneuert. Und nicht nur das ist neu. Die Spieler geben bis auf Weiteres keine Interviews. Nur Cheftrainer Marco Kurz stand den Medienvertretern Rede und Antwort, wie man gegen die Wölfe antreten will. Ja, in erster Linie liegt die Arbeit auf unserer Seite und ich glaube, es ist noch einmal nicht so wichtig, was die Gegenseite auf.